Hallo und willkommen, liebe Projekt Megafon Talk-Freunde. Wir haben uns wieder versammelt, um über die Fortuna zu plaudern. Das machen wir natürlich in unserem Format Megafon 95. Ich bin der Wampendribbler auf Twitter und das Spiel war ja mal wirklich grausam. Jemand, der heute wieder das Spiel besprechen will und so ein bisschen das, was über Fortuna sonst noch in den letzten Tagen die Medien kursierte, was man so hörte, eigentlich alles, was noch so zur Sprache kommen muss, an meiner Seite, der Micha. Hallo. Micha, dich findet man @Cherensky auf Twitter. Und wir wollen nicht lange fackeln und direkt mal loslegen. Vor dem Spiel kam das Thema auf über Michael Rensing. Der ist noch verletzt, der wird wahrscheinlich erst am 2.10. gegen MSV wieder fit. Was ist da los? Ja, anscheinend, es hieß ja anfangs, er wird nur ein paar Tage ausfallen und jetzt zieht sich das doch schon ein bisschen länger. Jetzt wurde gesagt, dass er wahrscheinlich zum Spiel gegen MSV wieder fit ist. Hoffen wir das Beste. Hoffen wir das Beste, auch gute Besserung an Davo Lovren. Er fiel mit einer Grippe aus dem Spiel. Wir wissen nicht genau, wie lange er ausfällt, vielleicht eine Woche, aber länger sollte er daran nicht laborieren. So, jetzt verletzt sich aber noch ein Spiel unter der Woche. Gökhan Gül, Micha, was kannst du uns zu dem Unfall erzählen? Ja, er hatte einen Autounfall am Samstagmorgen und hat ein Schleudertrauma davongezogen, aber zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Dann hoffen wir mal, dass bei ihm auch alles okay ist und dass kein dubioser Verkehrsunfall war. Wir gehen direkt ins Spiel rein. Fortuna begann in einem 4-1-4-1. Friedhelm Funkel stellte im Spiel mehrfach um. Das bringen wir so nicht zur Sprache, weil es keine Auswirkungen auf das Spiel hatte. Gehen wir direkt in das Spiel rein. So, erste Minute, ja, super Chance für Rahman. Der stibitzt den Ball dem Verteidiger weg und spielt den am Torwart vorbei. Also das war wirklich ein bisschen kläglich, weil er dann frei vor dem Tor war. Borzek defensiv stark in der ersten Viertelstunde. Die erste Viertelstunde von Fortuna generell sehr stark. Mit Offensivdrang, man versuchte was. Ein bisschen fehlte die Kreativität. Danach versuchte Fürth das Spiel zu kontrollieren. Es gelang ihnen auch. Chancen flogen auf beiden Seiten. Aber bis dahin war noch alles so eher harmlos. Fürth versuchte das Spiel zu kontrollieren. Düsseldorf suchte die Offensive, fand sie aber nicht. Und dann in der 20. Minute gab es dann direkt Gelb für Sobotka, der ein taktisches Foul im Mittelfeld zog. Und jetzt kommt ein Thema, wo wir ein bisschen drüber sprechen können. 26 Minute Gelb, Eihan wegen Meckern. Micha, du hast letzte Woche erzählt, oder erzählst immer wieder, dass Eihan immer für eine gelbe Karte gut ist, die unnötig ist. Was ist deine Meinung dazu? Ja, das ist halt genau das, was ich meine. Es war zwar richtig, dass er sich aufgeregt hat, weil ich habe es genauso gesehen, dass der Schiri da das Foul nicht gepfiffen hat, aber halt, er hat sich dann halt so beschwert, dass er dafür halt die gelbe Karte gekriegt hat und es ist halt, und Eihan ist halt immer dafür, für so eine Aktion gut. Er ist zwar fußballerisch überragend, aber das Meckern muss er irgendwie wegkriegen. Er muss so einiges in den Griff kriegen, habe ich das Gefühl. Er ist ja auch immer für eine gelbe Karte durch ein taktisches Foul gut oder durch irgendeine unbedachte Grätsche holt er sich ja öfter mal die gelbe ab. Ist das vielleicht ein Grund, warum Friedhelm Funkel sagen könnte, okay, in den nächsten Spielen bekommt vielleicht Bobo die Chance oder siehst du das eher unrealistisch? Ich denke, Eihan ist dafür im Aufbauspiel und Passsicherheit und was Passsicherheit angeht zu gut, dass er den da könnte rausnehmen. Vielleicht würde er dann Bormuth einwechseln, aber dafür Eihan dann irgendwie ins defensive Mittelfeld packen. Aber ganz rausnehmen wird er den Eihan, glaube ich, nicht. Also ich finde persönlich, dass es Eihan gut tun würde, ihn mal rauszunehmen. Einfach nur damit er merkt, okay, er ist nicht unersetzbar. Und natürlich wäre es positiv für Bormuth, einen sehr jungen, talentierten Verteidiger, auch mal Spielpraxis zu sammeln, mal zweite Liga zu schnuppern. Bormuth hat ja letztes Jahr viel gespielt in der zweiten Liga und dieses Jahr ist es bis jetzt eher mau. Was auch mau war, war so ein bisschen die Präzision der Pässe und allgemein die Kreativität der Fortuna. So in der ersten Halbzeit, so ab der 30. Minute, könnte man das eigentlich sagen. Viele Fehler im Spielaufbau, da gelang nicht viel, Kreativität fehlte. Man rannte sich fest, die Bälle verlor man, also das war wirklich grausam. Dann 35. Minute, das Tor von Fürth, aus dem Nichts, aber Fürth war in die Situation hellwach. Die haben dann eine gute Kombination gemacht und
natürlich schlecht verteidigt von Fortuna. Das war, ja, irgendwie komisch. Michael, wie hast du das Tor erlebt? Ja, erstmal kommt der Pass halt in 16er und dann, ich weiß gar nicht, wer das Tor jetzt gemacht hat, aber eigentlich ist der Spieler vom Hoffmann gedeckt und schafft es dann, sich halt im 16er zu drehen an Hoffmann vorbei und kann den Ball dann aus spitzem Winkel ins lange Eck schießen. Ja, wo ich mir denke, normalerweise holt sich der Hoffmann den Ball, aber wenn's halt scheiße läuft an dem Tag, dann läuft's halt komplett scheiße. Ich muss halt sagen, der Torschütze Seda Dursun hat es auch super gemacht. Er hat Hoffmann super verladen, aber man merkte danach eigentlich in dem Spiel, dass Hoffmann sich unsicher war. Ich habe ihn bis jetzt, im letzten Spiel, immer für diesen Punkt in der Verteidigung gehalten. Er ist alles stabilisiert, beruhigt und dirigiert. Jetzt in dem Spiel war er nach einer schlechten Aktion gefühlt die ganzen restlichen Minuten aus dem Konzept. Michael, woran kann das liegen? Ja, ich glaube nicht, dass es an der einen Aktion lag. Er hatte in dem Spiel, glaube ich, auch keine einzige sehr gute Aktion. So, das war einfach, ich glaube, nicht nur für ihn ein geschenkter Tag, sondern komplett für die Abwehrreihe von Fortuna auch. Wenn wir mal kurz jetzt unterbrechen und gucken uns mal die Aufstellung von Greuther Fürth an, die spielen ja mit 4, teilweise 5 Offensiven auf die 3- oder 4er-Kette zu. Da ist immer einer, der dann frei ist. Also wirklich gut durchdacht als Gegentakt, die gegen Fortuna. Generell Fürth war dominant durch den neuen Trainer. Aber da kommen wir später zu, weil jetzt nach dem Tor war Fürth wirklich dominant. Es war schon ein bisschen gruselig, hatte einige gute Chancen. Rafa Wolf, der konnte da einiges parieren. 44 Minuten, 2-0, war ein bisschen unnötig. Ich fand Fortuna da sehr unsortiert. Gibt's da irgendwelche Erklärungen für oder bist du genauso sprachlos wie ich? Ja, das Ding war halt, eigentlich war es geklärt. Fortuna hat gerade zum Konter angesetzt. Und dann normalerweise, wenn der Pass ankommt, hat Fortuna einen überragenden Konter, aber dann kommt der Pass halt nicht an. Fürth kann den Ball abfangen, dann kommt die Flanke rein und dann steht halt Caligiuri komplett frei, irgendwie 6-7 Meter vom Tor und kann einköpfen. Ja, war halt ein Fehler in der Vorwärtsbewegung, den Ball zu verlieren und dann war halt natürlich die Abwehr unsortiert zu dem Zeitpunkt. Erste Hälfte eigentlich ausgeglichen, aber Fürth war sehr effektiv, waren in ihrer Aktion klarer, konsequenter und haben dann so ab Mitte der ersten Halbzeit das Spiel auch kontrolliert. Micha, war Fortuna in der ersten Halbzeit ein Chancentod? Es ging. Ich fand eigentlich allgemein nach vorne ging nicht viel. Es war halt, Rahman hatte direkt zu Beginn eine überragende Chance, aber da war der, glaube ich, selbst zu sehr überrascht, dass er durch ist und hat dann überhastet abgeschlossen. Aber sonst, es war irgendwie, ja, es war halt einfach keine gute Halbzeit zu dem Zeitpunkt von Fortuna. Und na, eigentlich habe ich dann zur Halbzeit auch gedacht, ja, Fortuna macht das halt wie in Sandhausen. Die erste Halbzeit war zu vergessen, aber danach rafft man sich irgendwie auf und dann wird das wieder was. Aber es hat nicht sollen sein. In der ersten Halbzeit gab es ja leider schon 5 gelbe Karten. In der Pause kam dann Nielsen für Neuhaus. Funkel begründete das später, so dass er den Jungen dann in dem Moment schützen wollte nach den guten Spielen. Und da er so ein bisschen Chaos hatte in der ersten Halbzeit, hat er ihn rausgenommen. Verständlich oder hätte Neuhaus dem Spiel doch gut getan? Ja, eigentlich verständlich. Also als ich gesehen habe, Nielsen kommt für Neuhaus, habe ich mir gedacht, ja, eigentlich hätte er jeden rausnehmen können. Aber in dem Fall wollte er, wie gesagt, wahrscheinlich dem jungen Talent halt noch ein bisschen den Rücken stärken, sag ich mal. Ja, Fortuna kam so ein bisschen verschlafen aus der Halbzeit. Ich weiß nicht, was sie in der Pause gemacht haben. Aber in der 48. Minute eigentlich das 3-0, aber der Ref gibt halt irgendwie Abseits, was irgendwie nicht stimmte. Glück für uns. Wie gesagt, weiterhin hohe Fehlpässe von Fortuna. Die Fortuna versucht Fußball zu spielen, aber irgendwie gelang ihnen das nicht. Micha, gibt's da irgendwie Gründe für, dass es für dich erklärbar ist, dass sie es nicht geschafft haben, einen ordentlichen Fußball an den Tag zu spielen? War Fürth gut? War die Formation, die taktische, die Friedhelm Funkel wählte, Mist? Oder waren die Spieler einfach nur davon überzeugt, man fährt nach Fürth zum Tabellenletzten und gewinnt da locker? Nee, ich glaube, die Mannschaft wusste schon, dass Fürth an sich kein Tabellenletzter ist und dass die besser sind als das. Ich glaube, es kommt halt eine Mischung daraus zusammen, dass man halt keinen guten Tag erwischt hat und zusätzlich Fürth halt ein super Spiel gemacht hat und dass die Kombination aus beiden, dann kommt halt so ein Spiel dabei raus. Wie immer die mitgereisten Fortuna-Fans, Applaus an euch, ihr wart wieder geil. Ist es so eine Stärke, die Fortuna hat, ihre Fans?
Ja, ich denke mal, ja, dass die Fortuna-Fans Stimmung machen, ist ja schon eigentlich immer so. Mal läuft's besser oder mal ist die Stimmung besser, mal ein bisschen weniger gut, aber gute Stimmung ist immer da. Man hat halt auch nach dem Spiel gemerkt, dass die Fans trotzdem für die Spieler gesungen haben, obwohl man halt verloren hat. Deswegen denke ich mal, an den Fans wird's nicht gelegen haben. Man kann ja auch sagen, was man will, ne? Nach 6 Spielen mit 13 Punkten teilt man sich jetzt mit 2 weiteren Mannschaften, Darmstadt und Kiel, den ersten Tabellenplatz. Also eigentlich alles super. 61. Minute, da gab es ein Geschenk von Martin Petersen, der einen Elfmeter gibt, wo Sobotka frei aufs Tor zuläuft und irgendwie beim Überspringen des Keepers leicht berührt wird. Micha, ich und viele andere fanden, dass das ein Geschenk war. Ein Elfmeter, der zu Unrecht gegeben worden ist. Pflichtest du mir dabei? Es ist ein Elfmeter, den kann man geben. Aber ich fand eher interessant die Situation, die zu dem Tor geführt hat, dass halt, da war dieser Funken da, den man sich eigentlich erwartet hat. Es gibt einen Freistoß im Mittelfeld und ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube sogar Eihan, der dann halt sieht, dass Sobotka komplett frei steht und ihn einfach den Freistoß schnell ausführt und Sobotka ist dann durch und dann 1-1 gegen Torwart und ja, er wird halt berührt und es ist halt dann wird halt gepfiffen. Eihan hat ihn geschickt mit einem langen Pass, war super. Fortuna wirklich so ab der 55. Minute eigentlich ihm Gas gegeben. Die wollten das Spiel drehen, haben dann auch den Anschluss gemacht. Gieselmann verwandelt dann sehr souverän den Elfmeter zum 2-1. Ich habe lange keinen Fortuna-Spieler mehr gesehen, der einen Elfmeter so souverän verwandelt. Geht dir das ähnlich? Ja, es ist halt, wenn Elfmeter drin ist, ist er immer gut, sage ich mal. Hauptsache drin. Ja, kurz danach, Fürth gab nochmal Gas. Flanke, Fortuna zu weit weg, zu halbherzig. Und man hat da wirklich 2 Stürmer gehabt von Greuther Fürth und 7 verteidigende Fortunen. Und man hat dieses Duell verloren, in dem dann das 3-1 fiel. Ich war sprachlos, wie schlecht man da verteidigt hat. Weil wir haben ja in den letzten Wochen eigentlich immer gelobt, wie geil Fortuna defensiv spielt diese Saison. Und in diesem Spiel gab's 3 Tore und 3-mal waren sie richtig mies. Micha, schlechter Tag, schlechte Taktik, schlechte Spieler, keine Stimmung, was war los? Ja, ich denke mal, einerseits kann es auch daran gelegen haben, dass Fortuna nicht in dem typischen 5-3-2 gespielt hat, beziehungsweise 3-5-2. Und ja, bei dem Tor habe ich mich geärgert, beziehungsweise, ich sag mal so, da war halt Eihan, hätte eigentlich ins Kopfballduell gehen müssen. So, und hätte dann da halt ein Hoffmann gestanden, der hätte dann das Kopfballduell gewonnen. Und dann, beziehungsweise der Ball war ja eigentlich aus so einem Spitzenwinkel. Es war einfach nur unglücklich und ja, ärgerlich, weil ich dachte mir eigentlich nach dem 2-1, ja, jetzt dreht Fortuna auf und holt noch einen Punkt. Aber dann direkt die passende Antwort gegeben und dann war eigentlich auch die Luft raus aus dem Spiel. Dann kam halt nicht mehr viel von Fortuna. 66 Minute, Usami kam rein für Rahman, der lustigerweise im Yildirim Trikot spielte. Man hat da irgendwie das falsche Trikot gegriffen. 83. Minute, 2-mal eine super Parade von Wolf, fast hintereinander. Also der hat mir in diesem Spiel wieder gut gefallen. Klar, er hat 3 Gegentreffer kassiert, aber als Torwart bist du auch, glaube ich, manchmal chancenlos. Fortuna versuchte offensiv zu spielen, aber da ist meine Hauskatze gefährlicher. Ja, aber man hat halt auch gemerkt, die haben versucht, nochmal Gas zu geben, haben dann aber irgendwie gemerkt, 5 Minuten vor Schluss, ja okay, das wird heute nichts mehr. Und da habe ich mich auch ein bisschen geärgert, dass die in den letzten 5 Minuten und in der Nachspielzeit, dass dann Fürth praktisch hintenrum gespielt hat und noch nicht mal mehr irgendein Fortuna-Spieler auf den Abwehrspieler gegangen ist. Und die Fürth haben dann hintenrum einfach in der Abwehr hin und her geschoben. Und kein Fortuna-Spieler dachte sich so, ja, okay, ich gehe da mal jetzt mal drauf, sondern irgendwie haben sich alle abgefunden mit dem Ergebnis. Funkel hatte zwar zwischendrin noch Kujovic für Schmitz gebracht, aber so wirklich gefruchtet hat das nicht. Micha, Fortuna verliert verdient. Fühlt war mit dem neuen Coach, der sie vielleicht noch besser motivieren kann, einfach besser. Ich sehe das ähnlich. Fortuna hat einfach schlecht gespielt, woran auch immer das lag, weil die taktischen Verschiebungen, die taktischen Mittel, alles, was man hatte, funktionierte eigentlich. Aber mir fehlte so ein bisschen Kampfgeist der Spieler. Ist nicht ganz richtig, aber diese körperliche Präsenz, diese Ausstrahlung, diesen Willen, das Spiel zu gewinnen, fehlte mir in dem Spiel. Haben die Spieler das zu leicht angegangen? Oder hat Funkel sich einfach vercoacht? Ja, ich habe mich gewundert, warum man nicht in 5-3-2 spielt. Aber
war halt ärgerlich, weil, aber man, das hat, ist halt auch führt mit einem neuen Trainer, ist klar, dass die anders auftreten und dass man halt als Gegner auch nicht weiß, wie die jetzt auftreten werden. Und ja, war halt ein unglücklicher Zeitpunkt. Am besten wäre halt, wenn Fürth den Trainer erst nach dem Spiel hätte entlassen, beziehungsweise der neue Trainer erst nach dem Spiel da gewesen wäre. Also für mich hat sich Funkel nicht vercoacht, der hat alles richtig gemacht, das haperte irgendwie an den Spielern. Ob es am Ende die Einstellung war gegen Greuther Fürth oder nicht, werden wir nicht herausfinden können. Vielleicht tut den Spielern aber auch diese Niederlage gut, dass man so die nächsten Aufgaben, die jetzt kommen, wir haben jetzt noch weitere zwei Spiele, jetzt eins am Mittwoch und eins dann am Wochenende, vielleicht tut uns das gut, dass wir dann da wieder gewinnen können. Man of the Match, meiner Meinung nach, wenn es ein Fortuna Spieler sein muss, dann auf jeden Fall Rafa Wolf, der als einziger meiner Meinung nach richtig gute Leistung gezeigt hat. Also wenn der an einem Tag nicht im Tor gestanden hätte, wäre es vielleicht noch höher ausgegangen. Ich habe in einigen Foren gelesen, dass Benito Rahman zu Man of the Match geworden ist. Gehst du da mit oder würdest du eher sagen, wenn es einer sein muss, dann ist es Wolf? Ja, bei Rahman war es halt, er war engagiert und hat auch viel geackert und hat auch gute Dribblings gehabt, aber halt ist ohne wirklich gefährlich zu werden. Aber für mich ist mein Man of the Match auch Rafa Wolf, weil ohne den hätte Fortuna noch höher verloren. Wir haben ja den tollen, es war nicht sein Tagpreis, ich würde den am liebsten allen nehmen, aber wenn ich jetzt auch vorlese, Hoffmann, Eihahn, Zimmer, Gieselmann, Schmitz, Kujovic, dann bin ich schon bei der ganzen Mannschaft. Sie waren einfach schlecht, oder würdest du sagen, okay, man könnte dann noch jemanden positiv rausstellen? Ja, ich finde, positiv rausstellen könnte man, ja, wie schon gesagt, Rahman, der war halt engagiert, aber wirklich gefährlich wurde es nicht. Und Sobotka hat mir eigentlich, ja, ich sag mal so, er war nicht ganz so schlecht wie die anderen. Er hat halt viel versucht, hat dann auch gut den Elfmeter rausgeholt und hat halt bei dem Freistoß sich gut angeboten, hat dann den schnellen Pass bekommen und hat dann den Elfmeter rausgeholt. War auch ja gut zu Fuß, hat auch paar gute Pässe gespielt. War halt immer noch nicht gut, aber war wenigstens eine okaye Leistung. Ich muss jetzt ein bisschen journalistisch sein und fast kritisch hinterfragen, denn das nächste Spiel ist natürlich gegen den Jahn Regensburg. Beginnt die Abwärtsspirale? Eigentlich nicht, weil ich denke mir, das Spiel gegen Regensburg, danach kann man es erst sagen, ob es jetzt komplett scheiße läuft oder ob das jetzt nur ein Ausreißer war. Weil noch bin ich eigentlich der Meinung, dass das Spiel gegen Fürth war jetzt einfach nur ein Ausreißer, weil Fortuna hat halt immer gefühlt immer scheiße in Fürth gespielt. Und es waren immer schlechte Spiele von Fortuna. Deswegen, ich denke aber auch gegen Regensburg wird wieder gewonnen und dann ist auch wieder alles okay. Gegebenenfalls letztes Spiel gegen Jahn Regensburg war ein 2-1 für Fortuna, allerdings schon 2009 in der dritten Liga. So, gehen wir los gegen St. Pauli, das letzte Spiel. Das letzte Spiel war halt eine Niederlage für Fortuna. Micha, wer denkst du von den beiden Mannschaften, die wir jetzt spielen, ist die stärkere? Jahn Regensburg oder St. Pauli? Ja, ich denke mal, St. Pauli ist der stärkere Gegner und eigentlich müsste man gegen Regensburg gewinnen und gegen St. Pauli einen Punkt holen. Und ja, dann, wie schon gesagt, dann wäre wieder die Fortuna-Welt in Ordnung. Max Eberl, der Manager sozusagen von Borussia Mönchengladbach, sorgte natürlich für Furore, indem er in einem Interview über Florian Neuhaus sprach. In dem Interview sprach er an, dass sie eigentlich von Gladbach eine Rückkaufoption oder eine Rückholoption haben sollte, Florian Neuhaus nicht eine gewisse Anzahl an Spielen gemacht haben, sodass sie ihn weiter parken können, war, glaube ich, sein genauer Wortlaut. Micha, ist so eine Option was Verständliches im Fußball oder würdest du eher sagen, ja, das ist eigentlich Quatsch, sowas zu machen? Nö, ich finde eigentlich das genau das Richtige, weil wenn man einen Spieler ausleiht und der spielt nicht, dann will man den halt, lieber woanders hin ausleihen, damit der da spielt. Und wenn der halt jetzt in der kompletten Hinrunde kein einziges Spiel gemacht hat oder gemacht hätte, dann hätte Gladbach sich den zurückgeholt und irgendwo anders hin ausgeliehen, wo er dann hoffentlich spielt, weil es macht keinen Sinn, einen Spieler auszuleihen, der dann keine Spielpraxis sammelt. Fortuna hätte natürlich im Falle dieser Option auch noch davon finanziell profitiert. Aber wovon die Stadt Düsseldorf profitiert, wo wir kurz einen Abstecher machen möchten, was kein Fortuna-bezogenes Thema ist, ist, dass der DFB uns ausgewählt hat, also die Esprit Arena, eine Austragungsstätte 2024 bei der EM zu sein. Deutschland und die Türkei stehen ja zur Bewertung. Düsseldorf war sogar der beste Standort in der NRW und der drittbeste
in Deutschland. Wie erklärst du dir das? Ja, einerseits, weil Düsseldorf halt einen riesigen Flughafen hat. Dann das Stadion ist auch relativ groß. Und mit der Messe und mit den ganzen Hotels und allem. Deswegen hat Düsseldorf halt eine gute Infrastruktur. Und deswegen denke ich, ist das auch ein Grund, warum Düsseldorf die drittbeste Bewerbung hatte von allen. Natürlich für uns beide als Düsseldorfer nachvollziehbar. Kannst du verstehen, wir haben ja auch einige Freunde, die Gladbach-Fans sind, dass die verärgert sind, dass ihr Stadion, was irgendwie mitten im Nichts steht und du erstmal eine halbe Stunde bis zur S-Bahn laufen musst, nicht gewählt worden ist. Kannst du das verstehen? Also ich kann verstehen, dass sie verärgert sind, dass ihre Stadt nicht ausgewählt wurde, aber ich hätte mich auch gewundert, wenn Mönchengladbach vor Düsseldorf gezogen worden wäre, sag ich mal. Ja, weil das Stadion ist kleiner und um Stadion rum ist nichts. Die Stadt ist nicht so schön wie Düsseldorf, deswegen. Ja, ich kann verstehen, dass die traurig sind, aber ich finde, sie sollten auch verstehen, dass es Gründe gibt, warum sie nicht gewählt wurden. Wollen wir aber nochmal kurz zu den zwei Bewerbern kommen, die es momentan gibt für die EM24. Beziehungsweise die einzigen zwei Bewerber. Das sind einmal wir, Deutschland und die Türkei. Micha, bevor du mir jetzt erzählst, was für die Türkei positiv wäre als Austragungsstandort, möchte ich mich kurz für Deutschland als Austragungsstandort aussprechen, weil wir haben alles. Infrastruktur ist vorhanden. Wir haben Fußballfans in Hülle und Fülle. Die Stadien werden auch für die kleinsten Länder voll sein. Fußballbegeisterung ist hier perfekt. So, und jetzt sag du mir, was für die Türkei spricht. Ja, ich überlege gerade, ob ich ein schlechter Mensch bin, wenn ich sage, eigentlich spricht nichts für die Türkei. Weil das ist so, wenn man die Stadien vergleicht, sind die Stadien in Deutschland besser. Wenn man die politische Lage momentan vergleicht, da will momentan niemand hin, sage ich mal, aufgrund der politischen Lage. Deswegen, um ehrlich zu sein, würde ich mich wundern, wenn Türkei den Vortritt vor Deutschland bekommen würde. Mich persönlich würde es natürlich freuen, wenn in Deutschland die EM stattfindet. So habe ich vielleicht auch die Möglichkeit, 24 dann mit meiner Tochter das eine oder andere EM-Spiel sehen zu können. So, Michael, würdest du dich auch freuen für eine EM 24? Ja, klar. Ich würde das super finden. Und bis dahin sind auch noch ein paar Jahre hin. Da wäre man auch ein bisschen älter. Da wird man sich vielleicht sogar, wird man auch vielleicht sogar ins Stadion gehen. Ja, also ich hoffe fürs Beste. So, jetzt habe ich hier noch auf meiner Liste stehen die zweite. Natürlich hast du wie immer die zweite verfolgt. Dann bringen wir uns mal auf den aktuellsten Stand. Ja, die zweite hat 3-3 gegen Alemannia Aachen gespielt. Ja, es war halt eigentlich ein relativ schlechtes Spiel von der zweiten. Alemannia Aachen ging mit 3-0 in Führung und die zweite hat, wie im letzten Spiel auch schon, irgendwie erst in den letzten 15 Minuten angefangen, Fußball zu spielen. Ja, die zweite hat dann in der 76. Minute das 3-1 durch Hashimoto geschossen, dann das in der 89. das 3-2 durch Frosé. Aus dem Nichts eigentlich eine starke Einzelaktion und dann in der 90. durch Bonga nach einer Ecke noch das 3-3. Also praktisch zur 90. Minute nochmal zwei Tore geschossen. Da hätte sich die erste Mannschaft mal auch am Riemen reißen können, dann hätten das vielleicht dann auch geschafft. Eigentlich ein unverdienter Punkt, weil man wirklich 45 Minuten lang schlechter war und dann am Ende irgendwie nochmal aufgedreht hat und dann drei Tore geschossen hat. Deswegen ein unverdienter, aber erarbeiteter Punkt für die Zote. Ja, ich find's nur schade, dass die halt wie im letzten Spiel auch schon erst 15 Minuten vor Schluss angefangen haben, Fußball zu spielen. Ich will gar nicht wissen, wo die stehen würden mittlerweile, wenn die halt komplett so spielen würden wie in den letzten 15 Minuten. Wir sind am Ende des Podcastes angelangt. Falls euch die heutige Folge gefallen hat, bei uns gibt's noch mehr. Viel, viel mehr. Ein Europapokal-Podcast, falls euch Fußball in Europa interessiert. Also wir sprechen über Champions League und die Europa League. Ihr findet uns auf Twitter, Facebook, YouTube, Soundcloud, immer als Projekt Megafon. Wir haben jetzt auch noch einen Instagram-Account und da werden wir euch natürlich mit Fotos versorgen. Micha hat auch die neuen Projekt Megafon-Shirts, die wir haben, hochgeladen. Wenn wir euch gefallen, lasst uns einen Kommentar da, ein Like, teilt uns, empfiehlt uns weiter, das würde uns sehr helfen. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Auf Wiedersehen sagen der Micha @Schrensky auf Twitter und Maurice @Wampendripper auf Twitter. Bye bye. Auf Wiedersehen.